Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich bin verpeilt. Was sagt jetzt der Höhleneingang? Oh. Ich bin hier die ganze Zeit rüber gelaufen. Ich dachte mir, kann doch nicht passen. Ich habe diesen Eingang nicht mehr gefunden. Es geht schon fast die Sonne unter. Ich musste zweimal vor diesen Kannibalen ausweichen. So zwei Suchtrupps und einmal habe ich sogar so Mutanten gesehen. Jetzt ruckelt es gerade. Jetzt sind wir ja drin. Mama mia, ey. Großen Weg. Heinrich kommt. Weg hier, weg hier, weg hier. Ey, diese Höhle zu finden, das war ein Akt. Bin weitergelaufen, als ich musste. Peinlich. Da dürfte ja kein Kannibale mehr drin sein, ne? Die haben wir ja gereinigt. So weit, wie als halt sie gereinigen konnten. Oh, hier ist sogar noch so ein Lagerfeuer von uns. Achso, das ist wieder zu? Warum? Hackebeil! Hackebeil! Hacke, Hacke! Hacke! Hacke weiter! Ach, ich bin noch durch. Na, jetzt fällt es mir langsam wieder ein. Das war ja hier richtig, richtig tiefe Höhle. Ich glaube, wir müssen einfach nur irgendwie runter. Es gab da zwei Wege, ne? Ups. Oh, hier war man nicht. Irgendeine Order? Aber naja. Knöchellein. Batterien? Pinsel. Notiz hinzugefügt. Finde Timmy, ja, was immer. Haben wir vielleicht irgendwas geschafft jetzt? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir uns angemalt oder was? Geht eh beim Tauchen weg. Das mit dem Anmalen, ich habe gelesen, dass das die Kannibalen uns da nicht angreifen. Das stimmt, keine Ahnung. Aber sobald wir die bestimmt angreifen, ist denen das eh Latte und ja, werden uns bestimmt eh töten. So, wir sind aus der Puste. Ich höre noch keinen Kannibalen. Aber er hat Hunger und muss langsam was essen, der gute Freund hier. Ja, ruh dich aus. Alles nicht einfach. Und weiter. Joa, wieder aus der Puste. Also noch gleich da, oder? Ja, bin gleich da. So. War ja knapp. Da sind wir letztes Mal, glaube ich, runter. Wir sind, glaube ich, hier sogar rübergegangen, weil wir dachten, dass hier irgendwas Tolles wäre. Vielleicht war ja auch was Tolles und ich habe es vergessen. Scheiße, wir müssen da rüber. So. Essen.
trinken. Weiter. Ach nee, warte, wir brauchen hier den hier. Einfach nur rüber. Und zack. Vernünftige Waffe und weiter. Ich sage ja immer wieder, das Auge am rechten Arm irritiert mich. Hier runter. Toll. Hätte ich wohl nicht runtergehen sollen. Scheiße. Wieder hoch. Gehen wir halt darüber. Sind wir da? Sind wir da? Sind wir da? Los. So, jetzt aber runter. Ich glaube, so schnell hat man das damals nicht gespielt. Weil überall waren ja, glaube ich, Kannibalen dazwischen. Dann haben wir ja alles gelootet. Okay, jetzt geht's wieder ganz schön tief runter. Dann müssen wir wieder eine Pause machen. Gucken wir uns ein bisschen das Auge an. Zwinkert das noch? Zwinkert das noch? Nee, ne? Gut, weiter. Warte mal. Kann ich jemand einen Stuhl gerückt oder sowas? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ne, hier ging es nicht weiter. Upsala. Bitte Licht an. Ach ja, hier kann ich mich auch noch dran erinnern. Ah, und hier haben wir das Ding schon mal gesehen, was wir in der letzten Folge geöffnet haben. Mal hier weg, ist ganz schön laut. Also hier war mal ein Tor oder so. Gut, weiter. Da durch. Kommen gleich Fledermäuse. Nö. Okay. Stückchen, Stückchen. Und es geht wieder tiefer. Hier ging es ja nicht weit. Ne? Letztes Mal nicht gesehen. Die Flasche. Oh, dieses Auge irritiert mich jedes Mal wieder. Und dass wir uns dann nicht drehen können, wie wir wollen hier am Seil. Da könnte man schon sondieren so, aber nein. Die schon mit dem Wasser? Ich würde jetzt mal hier reintauchen. Hier ist auch irgendwas.
Alkohol oder sowas. Toll. Warte mal. Hier haben wir jetzt Pfeile. Die hatten ja durch den Mutantenangriff ja viele Pfeile zerballert. Molotov Cocktails hat man ja auch benutzt. Tada. Verdorben, ablegen. So, dann tauchen wir nochmal runter und holen uns die Flaschen. Okay. Hätte sein können, dass es irgendwas Cooleres hier gegeben hätte. Aber ablegen. Ist kalt. Auch damit habe ich gerechnet, dass das nochmal vorkommt. Lagerfeuer billig. Irgendwas, was frisch ist. Damit es besonders gut schmeckt, legen wir nochmal einen Dollar drauf. Er hat wirklich ein rohes genommen. Vielleicht hatten sie das ja bearbeitet mal. Ich glaube, es gab nämlich irgendwann die Tage mal ein kleines Update. Aber so sicher bin ich mir nicht mehr. Ein paar Tage her. Weil der Zeitang hat das immer so gemacht, dass er ja auch das Getrocknete immer meistens als erstes draufgelegt hat. Was komplett keinen Sinn macht. So. Dann trinken wir nochmal ein Schlückchen. Dann geht's hier weiter. Bisher wirklich kannibalenfrei, muss ich sagen. Nicht schlecht. Oh. Speichern wir mal. Und weiter geht's. Langsam muss doch mal die Stelle kommen, oder nicht? Das ist echt so tief, die Höhle. Medikamente. Nehme ich alles mit. Dass das hier wieder kaputt zugeht, finde ich auch ein bisschen blöd. Weil die Gegenstände spawnen ja zum Teil auch, dann haben sie das ja wahrscheinlich, dann spawnt das auch und das war die Stelle mit den Mutanten, ne? Mit den Babys. Aber ich sehe und höre nichts. Dann bleibt der wohl tot. Ja, hier war's. Ich glaube, hier kam man nicht weiter. Hier nochmal die andere Richtung.
Da war ja gerade auch irgendwas. Hey, waren diese Ekelfische? Auch wenn ich sie nicht mag. Holz habe ich nicht eingesammelt, hä? Man die auch nicht gut wegsnacken kann hier. So, drei Fische haben wir. Fun Drink. So, hier war nur... nichts Berauschendes. Okay. Nur laut. Gut, dann essen wir noch mal hier was Getrocknetes. Wir hauen uns auch gleich einen Drink rein. Tragen. Und ab ins Vergnügen. Mir ist kalt. Aber Bretter, oder? Ja. Diesmal weisen uns die Bibel nicht den Weg, sondern die Bretter. Da oben geht's ja wieder weiter. Mal kurz Lucky Lucky machen, ob hier irgendwas unten Besonderes liegt zum Sammeln. Irgendwie nicht. Dann hoch. Sieht aber ein bisschen verschüttet aus. Achso, nee, verschüttet, die sind... Scheiße. Ablegen. Und schnell ein Feuerchen machen. Entschuldigung. Ja, es tut schon... Es ist so kalt, das tut schon weh. Wir werden noch nicht angegriffen. Oh Mann, war das ein Weg, ey. Wo sind wir denn hier überhaupt rausgekommen? Hinten, okay. Ich bin auch mal hier gespannt, wo wir wieder im Endeffekt rauskommen. Stöckchen. Scheint aber keiner hier zu sein. Wechsel-T-Shirt, Eikugel, ganz wichtig. Oh, Wasserdruck. Warte mal, warte, warte. Benutzen. Eine können wir nehmen. Noch mehr Eikugel, geht nicht. Okay, geht nicht. Ich lasse keine Alkoholflasche zurück. Genau. Leuchte mal. Toll, hätte ich kein Lagerfeuer machen müssen.
Noch mehr Pfeile. Kugeln. Noch mehr Alkohol. Ich weiß schon gar nicht, was ich mit Alkohol machen soll, ey. Geht auch nicht mehr. Ah! Okay. Hau ich mir mal in die Birne. Achso, das senkt unsere Ausdauer. Scheiße, rohes Fleisch verdorben. Aber wir sind jetzt nicht betrunken oder so. Oh, hier wäre auch ein Bogen gewesen. Moderner Bogen. Ja, geil. Kopieren, kombinieren. Dann... auf 3. Weil wir können nicht mehr mitnehmen. Oh, da sind noch mehr Kugeln. Aber das geht nicht. Ah, warum kann ich nur 5 von euch mitnehmen, ey? Aber wenn wir speichern können, dann speichern wir nochmal. Immer noch Tag 70. So. Das hat sich schon mal gelohnt. Ey, ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ich hier nirgendwo rauskomme. Oh, ich muss den ganzen Scheißweg wieder zurück. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Ey, The Forest, das ist jetzt nicht lustig. Ey. Das war so voll der lange Weg, ey. Scheiße. Jo, echt. Das, wir müssen den Weg wieder zurück. Das ist doch Dreck. Oder ist das eine Wand, wo wir hochklettern können? Oh, nee. Ja, toll, dass wir einen modernen Bogen gefunden haben, aber hier nicht raus können. Scheiße. Hilft nix. Müssen runter. Ja, wir frieren, ich verstehe. Kein Ding. Also das mit dem Frieren ist so auch so ein bisschen
Weil jetzt habe ich so gebaut, dass ich es nicht ankriege, oder was? Ihr wollt mich auch nur ärgern, oder? Warum kriege ich die nicht mehr an? Ey, warum kriege ich die nicht mehr an? Warte mal ganz kurz. Versuch's hier nochmal. Ah, jetzt geht's. In dem Matsch ging's wohl gerade nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich da auch drin war. Fragen. Gucken. War das hier mit den, Alkohol? Ja, mir ist wieder kalt. Nee. Hier waren wir definitiv nicht. Und hier ist auch nichts Tolles. Gut, dann sage ich jetzt nochmal an und schnell hoch. Ich habe keinen Bock, hier nochmal ein Lagerfeuer zu machen. Das ist alles ein bisschen schnell. Scheiße, ey. Scheiß Lagerfeuer, ich muss ja eh durchs Wasser. Fuck, fuck, fuck. Ja, Katze. Was ist los? Ja. Schlecht geträumt? Was ist los? Sag mal ruhig da hinten. Alles gut? Wo bist du denn? Direkt hinter mir. Ja, da kann ich. Ah, komm mal her, ja, Süße. Hm? So, die Frau braucht Aufmerksamkeit. Unsere kleine Katze. So. Es gibt mir ein bisschen ein Kabel. Ja, ist doch gut. Hast du wieder geträumt? Hm? Weil ich das schon mal erzählt habe. Unsere Katze hat die Angewohnheit. Wenn sie schläft, also und wach wird und es ist keiner in ihrer Nähe von entweder ich oder Mathilde, dann oh, der hat gesessen. Ja, dann miaut sie halt rum, solange bis sie jemanden findet. Ich weiß nicht, ist, wie es ist bei der Katze, wenn wir quasi nicht da sind. Ob die dann checkt, dass wir nicht da sind, oder ob sie dann eine Stunde hier rumrennt und rummiaut. Das weiß ich nicht. Waren wir hier nicht? Alter. Noch mehr.
Wollt ihr mich veräppeln oder was? Lampe an hier. Ich hab gerade vergessen, dass ihr natürlich nichts seht. So, wir frieren aber Gott sei Dank nicht. Unsere Rüstung hält auch noch. Also, ich kann mir... Waren wir hier vielleicht nicht? Wo wir jetzt sind? Weil Kannibalen und so ein Scheiß sollte nicht mehr spawnen, wenn man die Höhle gereinigt hat. Ja, wir sind weitergegangen. Wir sind irgendwie weitergekommen. Dann müssen wir jetzt aufpassen, nicht, dass wir noch Mutanten über den Weg laufen. Also wir waren doch mit der Höhle nicht fertig. Da ist ein Zeichen. Feuerchen. Ein gratis Feuerchen. Ich hole mir mal die Leichen. Ja, ich hab's geahnt. Ich nehme euch alle mit. Komm. Dann sind wir gleich ein bisschen kaputt. Ist mir aber Wumpe. Denn wenn wir... Ich weiß nicht, ob wir da Tarnung haben oder nicht. Wenn wir gleich gegen so einen Mutanten kämpfen müssen und eh keine Rüstung haben oder der unsere Rüstung kaputt haut, dann müssen wir ja eh gleich wieder welche haben. Worauf wollte ich hinaus? So. Bin ich vorbeigelaufen? Ja. Eine andere hin. Warum? Ich vergesse dich nicht. Ich lade dich zu meinem Barbecue ein. Gib Menschen. Wirst du mögen. Da siehst du, bist nicht alleine. Klack. Oh. Müssen sich ja schon richtig drauflegen, ne? Klack. Und weiter. Den nächsten. Ja, Katze liegt ruhig, chillig auf meinem Schoß. Gut. Denkt sie sich wohl, jetzt kann sie wieder pennen. Das hat sie gesehen. Einer ihrer Menschen ist da, zu Hause. Kann man sich ja wieder hinlegen, ne? Machen wir mal Knochenrüstung. Knochenrüstung auf Reserve. So. Waren das alle? Du bist der Letzte. Komm. Ist gut gestorben. Wollen wir noch was zu essen? Hat Ros. Schmeiß ich lieber weg. Trocknet, getrocknet. Da essen wir noch mal einen Fisch, würde ich sagen. Fisch. Ne, ist ja kein Lurch, das ist ja ein Varan gewesen. Irgendeine Echse auf jeden Fall. Mit Dollar schmeckt das besser. Die Leiche verbrennt ja gar nicht, oder? Jetzt haben wir schon eine komplette Rüstung eigentlich quasi im Petto. Katze, du musst deine Beine nicht so lang machen.
Ich muss hier. Ich. Das ist auch immer so schön bei der Katze. Die denkt immer, ich halte sie fest und macht sich immer länger, länger, länger. Quasi. Aber ich brauche ja meine Hände für Maus und Tastatur. Oh. Dynamit? Hast du Dynamit? Ja. Ja, wir können den ja mal in die Luft jagen. She is not dead. She is sleeping. Der schläft. Er schläft. Wir haben eine Notiz. Keine Ahnung. Auf das mit den Notizen nicht. Alte Pistolenkugeln. Hier geht's weiter. Der nimmt das automatisch schon an. Okay. Hier geht's nicht weiter. Scheiße. So aus, als ob es hier irgendwie weitergeht. Erstmal, von wo sind wir denn gekommen? Nee. Wo von hier gekommen? Aktualisierten Scheiß. Ich weiß es nicht mehr. Doch, wir sind von hier gekommen. Mir alles eingesammelt. Nee, es sieht aber nicht so aus, als ob wir da weiterkommen. Hier auch nicht. Oh oh.
Ich dachte, wir sind schon gerade im Felsen drin. So. Vielleicht hören wir den auch einfach aus einer anderen Höhle. Oh, Katze. Aber hier ist definitiv nichts. Das ist echt ätzend. Wenn ich das mal so betonen darf. Weil jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wieder hochklettern. Hier sind ja keine 5 Meter. Wo kommst du denn her? Spawnen hier andauernd neue Gegner oder was? Mit Echo. Kommst du her? Oh, hier hätten sie ja von hier oben so schön wegsnacken können. Ist er hier gespawnt? Hm. Hier geht's wieder ganz normal in die Höhe, zum Eingang runter. Ich überlege gerade, ob wir da jetzt hochgekommen sind. Warte mal. Hier nochmal tauchen. War das... Nee, das war ein Weg. Geh mal hoch. Da vielleicht hier hochgekommen, hochgetaucht. Und habt dann vielleicht nur das da gesehen? Hier geht's auch tiefer. Hab ich dich gesehen? Hab ich dich schon mal gesehen irgendwo? Nee, ich glaube, hier waren wir nicht, oder? Ah, doch. Hier wollte ich was... Ich bin mir uneinig. Nee. Doch, hier waren wir. Och. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Waren die auch schon hier? Ah, hier sind auch wieder welche. Ja. Ey, hörst du mal auf, mich zu hauen? Ich baue euch. Nicht andersrum. Beide tot, so. Jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir diesen Teil schon waren. Markiert ist er ja irgendwie.
Hier gibt es die Unterwasser-Action. Aber nicht so tief. Nee. Hier wären wir auch ohne weitergekommen. Eine Kassette. Erstmal müssen wir uns wärmen. Lass uns mal ausziehen. Ach, wir benutzen noch mal eine Flasche. Nee. Da warte ich noch mal. Also hier waren wir definitiv auch noch nicht, weil wir haben eine Kassette gefunden. Aber wieder eine Sackgasse. Dynamit. Oh, das war zu nah. Das war zu nah. Und jetzt können wir wieder ausziehen. Es klingt alles sehr nah. Oh, ich sag's auch noch. Zieh dir mal was an, ich sehe dein Popo. Ich weiß auch nicht weiter da. Ah, ich weiß, was mit dem machen. Feuer steht hier. Die sterben. Super. Scheint aber nicht der einzige gewesen zu sein. Da klopfte gerade ganz schön was auf den Boden. Komm, ich esse mir noch mal einen Fisch. Ah, die Folge, ich sehe gerade, die wird schon wieder länger. Aber dann ist es diesmal so. Wohl, nee, ich mache einen Break. Komm, wir machen mal einen Break. Die Folge geht schon fast 50 Minuten. Halbe Stunde will ich immer machen. Ja. Also wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.